Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 9. November. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und wir sprechen heute über den Blausteiner Wald, den Kokainprozess in Neu-Ulm und den Corona-Impfstoff. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Die Blausteiner lieben ihren Wald. Das haben sie gestern ganz klar in einem Bürgerentscheid bewiesen. Der Wald in Blaustein am Klingensteiner Hang, der bleibt stehen. 3/4 der Wähler haben für den Wald gestimmt und auch die Wahlbeteiligung war für einen Bürgerentscheid ziemlich hoch, nämlich bei 41,5%. Und von denen haben fast 3/4 gesagt, der Wald bleibt stehen. Über so ein klares Ergebnis freut sich die Bürgerinitiative natürlich, die sich für den Wald eingesetzt hat. Dazu Sprecher Rudolf Michel Glöckler. Mit einem solchen Ergebnis hatten wir nicht gerechnet. Es zeigt aber, dass der Klingensteiner Hangwald ein Thema war in ganz Blaustein. Und dass die Blausteiner sich solidarisch erklärt haben mit diesem Wald, das freut uns ganz besonders. Für die Stadt war das ja ein richtiges Filetstück. Kurze Wege in den Ort, das Grundstück gehörte schon der Stadt und der Gemeinderat war mehrheitlich dafür gewesen, den Wald abzuholzen. Bürgermeister Thomas Kaiser ist vom Ergebnis also ziemlich enttäuscht. Für die Gemeindeentwicklung tut es mir leid. Es gibt viele Menschen, die hier gern zentrumsnah wohnen würden, jüngere und ältere Menschen vor allem. Das können wir jetzt nicht realisieren. Ich fand der Bebauungsplan ein guter Kompromiss, weil ja ein großer Teil des bewaldeten Hanges noch stehen bleiben würde. Jetzt bleiben die Bäume bestehen. Das Votum ist eindeutig. Ja. Und das akzeptiert die Stadt natürlich. Das heißt, der Gemeinderatsbeschluss zur Bebauung wird aufgehoben. Auch wenn es schmerzt. Dazu nochmal Bürgermeister Kaiser. Die Einnahmen aus dem Verkauf und auch die erhöhten Zuschüsse durch die Bewohner hätten uns natürlich sehr gut getan, insbesondere weil ja auch die Einnahmen unserer Kommune auch zurückgehen in Corona-Zeiten. Müssen wir uns noch mehr nach der Decke strecken finanziell. Trotzdem, Streit gibt es jetzt in Blaustein nicht, das sagt der Sprecher der Bürgerinitiative Glöckler. Es war ja ein Thema, das ganz Blaustein bewegt hat und wir haben da also keine Verwerfungen feststellen können. Es gibt ja Erfahrungen bei anderen Bürgerentscheiden, dass wenn der Bürgerentscheid mal durch ist, dass dann wieder alles, wenn man so sich ausdrücken möchte, in Ordnung ist. Und ich glaube, tiefe Zerwürfnisse, die man manchmal so heraufbeschworen hat, die hat es gar nicht gegeben. Na dann, hoffen wir, die Blausteiner haben noch ganz lange Freude an ihrem Stadtwald und finden trotzdem schöne Plätze für neue Einwohner. Wie hätten Sie entschieden? Diskutieren Sie mit unter unserem Facebook-Post oder schreiben Sie mir direkt. Die E-Mail-Adresse finden Sie auf donau3fm.de. Im Prozess um den Schmuggel von gut einer halben Tonne Koks nach Neu-Ulm soll überraschend heute Abend das Urteil fallen. Am Mittag gab es bereits die Plädoyers. Die Anklage hat bis zu 7,5 Jahren Haft gefordert. Die 6 Angeklagten hatten gestanden. Im Gegenzug wollte ihnen das Gericht mildere Strafen in Aussicht stellen. Sie erinnern sich, die Männer sollen 499 Kilo Kokain aus Ecuador über die Niederlande nach Neu-Ulm geschmuggelt haben. Pech für die Bande, ein Mitarbeiter des Fruchthofs hat die Drogen, die in Bananenkisten versteckt waren, entdeckt. Die Polizei hat sich daraufhin mitsamt SEK auf die Lauer gelegt und zugeschlagen, als die Männer anrückten und in das Lager des Obsthandels einbrachen. Es gab sogar eine Verfolgungsjagd. Jetzt soll das Urteil schon heute fallen. Wie es ausfällt, das erfahren Sie natürlich auf donau3fm.de und im Programm. Der Nachrichtenhappen. Top News aus aller Welt. Es scheint einen sehr großen Fortschritt in Sachen Corona-Impfstoff zu geben. Das Mainzer Unternehmen BioNTech will wohl nächste Woche eine Zulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Das Unternehmen hat seit Mitte Januar an dem Impfstoff gearbeitet. Er soll mit mRNA funktionieren, also mit einem Boten, der dem Körper beibringt, das Virus unschädlich zu machen. Wie genau das geht, das können Sie nochmal im Nachrichtenhappen vom 30. September nachhören. Da habe ich es schon ausführlich erklärt. Über 43.000 Menschen sind testweise jetzt schon mit dem Impfstoff geimpft worden. Geimpft wird an 2 Terminen. Eine Woche nach der 2. Impfung ist man dann geschützt. BioNTech sagte in seiner Pressemitteilung, der Impfstoff sei zu mehr als 90% effektiv gegen Covid-19. Es gebe keine ernsten Sicherheitsbedenken. Aber wie wird so eine Wirksamkeit überhaupt festgestellt? Das ging in diesem Fall so. Unter allen über 40.000 Menschen, die geimpft worden sind, entweder mit dem echten Stoff oder mit einem Placebo, gab es insgesamt 94 Covid-19-Fälle. Aber 90% von diesen Fällen sind bei den Menschen aufgetreten, die nur mit dem Placebo geimpft worden sind.
Der Impfstoff würde aber dann erstmal in den USA zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelagentur, die bewertet den Impfstoff aber auch schon seit einigen Wochen in einem beschleunigten Verfahren. Der Deutsche Ethikrat hat sich heute auch schon dazu geäußert. Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs sollen in Deutschland Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen zuerst geimpft werden. Außerdem Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung, also Mitarbeiter von Gesundheitsämtern, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher und so weiter. Einige Forscher äußern sich zu der Impfstofflage aber auch kritisch. In der Süddeutschen Zeitung sagt etwa Virologe Stefan Becker von der Uni in Marburg, dass 94 Fälle eine sehr geringe Menge an auswertbaren Fällen sind. Und Live-Erik Sanders von der Berliner Charité schließt sich dem mit der Kritik an, dass aus der Datenlage nicht klar wird, wie effektiv der Impfstoff in verschiedenen Bevölkerungsgruppen ist. Also zum Beispiel bei Älteren. Dem schließt sich auch die Leiterin der Infektiologie an der Hamburger Uniklinik, Marilyn Addo, an. Die exakten Daten müsse man noch abwarten. Trotzdem, die Forscher sind alle vorsichtig optimistisch. Mal sehen, ob BioNTech bis nächste Woche tatsächlich den Impfstoff einreicht und wie der Weg dann weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Haben Sie jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Ich wünsche Ihnen was und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.